Hallo und herzlich willkommen. Was mache ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Alien Isolation DLC Special Mission. Wir haben ja noch Besatzung ersetzbar und letzte Überlebende. Und Überlebensmodus, den ich niemals spielen werde. Das gehört wahrscheinlich zum Spiel. Es ist übrigens, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin breit oder so, dass ich das überhaupt spiele. Aber ich habe keine Ahnung. Das ist so ein bisschen so Spiele. Ich meine, ich habe es ja beendet sozusagen offiziell, die offizielle Mission. Aber das ist so ein bisschen wie bei Spielen, wo man zum Beispiel einen Endgegner nicht schafft und lässt das monatelang in der Ecke liegen, weil man so frustriert ist und irgendwann, oder beziehungsweise man denkt die ganze Zeit, eigentlich müsste ich noch mal ran. Ist jetzt die Musik gerade weg? Ja, und so ist es auf jeden Fall bei mir. Ich musste es auch mal ran. Ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass ich ja noch diese extra Missionen habe. Und irgendwie ist es so, dass es mich schon noch mal reizt, da auf die Nostrodomos oder wie auch immer zu gehen. Vielleicht tun wir das aber auch gar nicht. Und wie auch schon in den vorherigen Aufnahmesessions, ist es wieder mal so, dass sobald ich das Spiel starte und die Musik vom Menü höre, ich mir spätestens dann denke, what the fuck tust du da wieder? Aber egal, genug wieder vorher gelabert. Wir fangen jetzt einfach mal an mit... Ich habe mir überlegt, wir machen als erstes letzte Überlebende. Oh, jetzt kommt wieder die krasse Frage. Anfänger für eine größere Überlebenschance. Immer noch eine Herausforderung, die sich aber meistern lässt. Das empfohlene Spielerlebnis. Herausforderung und herausfordernd und furchterregend. Albtraum, der ultimative Überlebenstest. Boah. Anfänger finde ich schon ein bisschen krass. Obwohl, ich habe das jetzt echt ewig nicht mehr gespielt. Ne? Ich müsste jetzt mal gucken bei YouTube, wenn ich das letzte Mal Alien gezockt habe, das ist ja ewig her. Ich mache mal leicht. Weil ihr wisst ja, für mich ist die Schwierigkeit eines Spiels nicht die Herausforderung in meinem Leben. Sammeln Sie Baupläne um. Blablabla, Wände. Was? Ach so, schlagen Sie als Ablenkung mit dem Wartungsheber. Was? Hoffentlich spielt da kein Alien mit. Was? Interface 2037, bereit für Eingabe, Auswertung möglicher Vorgehensweise. Was? Ihr könnt jetzt Pause machen und das lesen. Ich nämlich nicht. Wir werden das Schiff in die Luft jagen. Wir versuchen unser Glück mit dem Shuttle. Gut. Wir werden Kühlmittel für das Belüftungssystem benötigen. Boah, die Musik. Alter, die Musik. Parker, ich habe das Shuttle angeschmissen. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Sorry, nein. So, das war's dann auch schon wieder mit Alien. Nein, Quatsch. Ja, jetzt gerade, wo ich das hier so sehe. Okay, wir sind in einem Shuttle. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wer wir sind, wo wir sind. Der Punkt ist ja der. Normalerweise hätte man wahrscheinlich diesen DLC oder diesen Zusatz gespielt, nachdem man das Hauptspiel gespielt hat und ist halt noch so voll drin. Das, was ich jetzt gar nicht mehr bin, ne? Das ist echt beschissen, bescheiden. So. Das geht bestimmt ganz schmus hier los. Moment, ich muss mal eben kurz was trinken. Mich ablenken, Prokrastination. Ah, das war so lecker. Und vielleicht noch ein Bonbon essen? Nein, komm, wir machen jetzt mal. Ja, ich komme ja jetzt. So, was soll ich was machen? Okay, hier war die Karte, die auch gleichzeitig einen Schutz darstellt in Form von Pause. Ey Leute, es tut mir so leid, dass ich jetzt hier so rumwusle, aber ich überlege mir echt gerade die ganze Zeit schon, ob das eine gute Idee ist. Ich hatte es zwischendurch schon einmal gestartet und habe es mir dann anders überlegt. Also so viel zum Thema. So, ich glaube mehr. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Mache einfach mal so ganz... Ripley, sind Sie noch da? Ich bin Ripley? Aber warum bin ich denn jetzt Ripley? Wann soll das denn spielen? Sag mal. Nein. Flammenwerfer. Ah. Was?
Das ist... Hä? Ist das die erste Folge? Ist das der Prolog? Ist das... Moment. Ihr werdet mich wahrscheinlich für total bescheuert halten, weil ihr sofort wisst, worum es geht. Aber mir kommt es jetzt gerade so vor. Und zwar ist aus der ersten Folge Lambert und Parker, die unten in diesem Dingsbumsraum sind. Richte Maustaste halten, drücken Sie S. Welches S? Guck mal, die hat schon eine Apple Watch. Komm schon! Hey, das ist auch nur ein ganz kurzes Intermezzo. Wie kann ich denn mich bücken? Auf der Taste? Wie doof bin ich denn? Dass ich da Bücken drauf gemacht habe. Nee, warte, das muss ich mal schnell machen. Oh Gott, hab ich's gerade poltern gehört? Der Spiegel. Tastaturbelegung. Ja, Entschuldigung, das muss jetzt sein. Ducken. Feststell. Erstrg. So. Hat das gespeichert? Bestimmt. Möchte anwenden und speichern? Ja. Gar nicht, kommt die kleine Kassette. Ich habe einen Flammenwerfer. Aber ich glaube, 40 Munition für einen Flammenwerfer. Kann ich da nicht runter? Kann ich. Scheiße, muss ich wahrscheinlich auch. Reichen doch never ever, ey. Wie war nochmal mein Inventar? War Mausrad. War das nicht Mausrad? Tab. Wie war denn nochmal Inventar? Ah, oh, da haben wir das noch. Sorry, aber ich weiß wirklich nichts mehr hier. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Also ehrlich gesagt, weiß ich das echt gar nicht mehr. Mausbelegungen. Das meine ich ja. Menürad Q. Ah. Nee, habe ich ja nichts geändert. Weiter rein. Rein. Q. Ach du Scheiße. Was fehlt uns da? Da fehlt uns Bindemittel. Biber. Putze, Bindemittel. So, da war Bücken und da war Rennen. Alles klar, okay. Haben wir dran. Ich möchte einfach da nicht drunter gehen. Habe ich hier schon alles eingesammelt? Gucken wir doch einfach nochmal hier rein. Ist noch da? Da geht es bestimmt um Geschicklichkeit, so Jump and Run oder so. Nein, ich will da einen Raum runter. Oh, ja, und hier war schon verkackt. Geschicklichkeit, Leiter runterklettern. Erste Aufgabe. Aber da ich jetzt auf leicht habe, eingestellt habe. Oh nein, das ist schon wieder so ein Ding zum Verstecken. Das ist nicht sympathisch. Wird vielleicht das Alien... Lambert! Parker! Vor mir flüchten allein, von alleine. Lerne deine Dings zu benutzen. Ich habe übrigens, es tut mir leid, die Nase läuft mir ein bisschen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Eigentlich habe ich keinen, aber ich war heute im Biergarten und da waren, glaube ich, das waren Linden. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht alles aufnehmen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber da fing das schon an, dass meine Nase krass gelaufen ist, hat, ist, meine Augen getränt haben und das ist immer noch ein bisschen, es tut mir leid. Ich kann nichts machen gerade. Guck mal, wie schön das ist, ne? Oh nein. Was, oh nein? Was, oh nein? Ich möchte das nicht. Das ist... Ach so, scheiße. Ach, ich bin schon hier. Ich dachte, ich kann mich... Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis es hier losgeht. Oh Gott. Alter, ich will das nicht. It's near. It's fucking near. Was muss ich? Wo muss ich denn lang? Hier zurück geht ja nicht. Doch, da kam ich durch, oder? Mama! Oder warte, nee, da kam ich nicht durch. Das ist ja so zu, ne? Ich check nicht, ob da eine Tür ist oder ob ich jetzt hier rum muss. Prokrastination, einfach in der Karte bleiben für immer.
Muss ich eventuell da durch und dann da durch? Wahrscheinlich. Ich mach das jetzt einfach mal. Hier rechts rum. Ich bin so eine tighte Bitch. Da ist es. Contact. Warum leuchtet hier was? Was leuchtet hier? Ich hatte Angst, dass mich das sieht, wenn es auf die in die Richtung kommt. Verstehst du? Das ist das. Das packe ich nicht, glaube ich. Wie lang spiel ich schon? Ist das schon? Ist nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich muss erst mal kurz klarkommen. Warte mal. Ich muss jetzt erst mal kurz klarkommen. Boah, zum Schluss war ich voll die... Bin ich doch voll durchgerusht und so. Zum Schluss, glaube ich, habe ich so in romantische Erinnerung. Ich bin echt total... Ja, ihr lacht jetzt. So, jetzt ist es weg. Nochmal kurz Pause machen. Ich gucke jetzt nochmal hier durch den Raum langsam. Ob hier vielleicht auch ein Speicherdings ist. Ich habe ja noch nicht mal einen Helfos Medicus Pacus. Wo muss ich lang? Rechts. Ich schaue mich einfach überhaupt nicht um. Padim Palum. Das ist direkt vor mir, ne? Ich glaube, es ist direkt vor mir. Ich bin nicht bereit dafür. Ich bin nicht bereit dafür. Oh Gott, das wird eine Folge, das ist schon Gesichtsgrimasse 3.0. Komplett. Ich mache jetzt Pause weg. Warte eine Mikro-Nanosekunde, ob es mich gesehen hat. Wenn ja, renne ich links rum und gucke, ob ich da irgendwo in den Schacht komme. Und wenn es mich nicht gesehen hat, auch. Warte. Ich muss ja sowieso durch diesen Raum hier durch. Das ist gesperrt. Nein, das war so klar. Okay, es ist wieder in der Kiste. Okay, das ist gesperrt. Toll. Wenn ich jetzt links rumgehe und geradeaus, komme ich wieder in den Raum mit der Leiter. Und da könnte ich mal gucken, ob ich dann links gehen kann. Machen wir einfach eine ganz gemütliche Round jetzt hier. Noch schnell in die Karte gucken, weil die Karte ist so wunderschön. Oh, die Karte ist so schön. Das ist sozusagen meine... Hinter mir ist es gekommen, ich darf aber jetzt nicht rennen. Ich darf nicht rennen. Und da ist auch dicht, ne? Aber da kann ich was machen. 65, okay, da habe ich einmal... It's not amused. Das Problem wird sein, ich muss mich jetzt da rechts reinschneiden oder so.
das wird es wahrscheinlich hören. Ich warte, bis es wieder in den Schacht verschwindet. Musik sagt, nö. Boah, du alten Gangster, ey. Oder kämmt mich das jetzt da, weil es weiß, ich habe den Flammenwerfer und wir warten, bis ich ihn wegstecke. Ich muss ganz leise sein. Nee, ich muss warten, bis es komplett verschwindet. Das ist noch zu nah dran. Einfach. Da mache ich das hier nicht. Das will ich ja noch fast in Line of Sight. Jetzt. Bitte so. Funktionier. Danke. Kann mich hier irgendwo verstecken? Ich gehe einfach mal schnell durch. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, ich bin jetzt hier direkt abgebogen. Heben Sie die Verriegelung im Maschinenkontrollraum auf. Ach so, irgendwo, ja, da unten muss ich ja durch. Was muss ich denn grundsätzlich machen? Stellen Sie das Selbstzerstörungssystem der Nostromo ein und entkommen Sie auf dem Nat. Ich bin Ripley auf der Nostromo. Das ist die Geschichte vor der Geschichte. Oder? Prokrastination. Da bin ich hier gerade. Hallo, hallo, Schrott einsammeln. Cool. Sebasteln, ja, endlich wieder, Sebasteln. Kann ich noch eins bauen? Nein. Aber hier ist bestimmt, ich habe bestimmt schon eine Speicher-Latzki übersehen, weil ich wieder so ultra angespannt bin. Und ich habe die Windel wieder voll. Ja, klar, ey. Für die Leute. Ah, oh. Ja, das hätte ich. Das sollte reichen. Irgendwas konnte ich hier benutzen? Oder? Ah, das Ding. Nee, nee, fuck you. Das ist noch nie gut geendet. Und Radio bitte auch nicht benutzen. Oh, Mettriegel. Ja, ja, ja. Oh, hätte ich jetzt gerne ein Mettbrötchen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gerne ich ein Mettbrötchen. Da ist irgendwas noch. Da ist ein Bauplan. Das sag ich dir aber. So what from? Oder ist das das Ding da? Ich hätte lieber einen Bauplan. Nee, ich möchte es nicht benutzen. Oder ich benutze es und gehe dann ganz schnell weg. Ich gehe aber links raus, weil man soll ja nie daher laufen, wo man hergekommen ist. Vor allem nicht, wenn ein Alien in seiner Nähe ist. Oh, da ist mir gerade wieder ein Lied in den Kopf gekommen. Ey. Liegt etwas auf freiem Fuß auf dem Schiff unterwegs. Warte, ja, kann ich, oder, Moment, geht es hier durch die Mitte am schnellsten oder hier links? Ich glaube durch die Mitte, ne? Ja, klar, durch die Mitte, sicher. Das Teil auf den medizinischen Scans übersehen konnte. Es hätte sichtbar sein sollen. Aber egal. Er baut eine Art Aufspürgerät. Los, Ripley. Was los, Ripley? Ich hab gespuckt. Ich dachte, der hat das halt gehört. Der, die. Und kommt jetzt. Gab es hier ein Speicherding? Warum denn nicht? Ich habe nicht zugehört. Ich habe gar nicht zugehört. Ich hoffe, ihr habt zugehört.
Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin... Aliens. Aber die Musik. Hallo, die Musik sagt, bleib in dem... Ja. Bleib in dem fucking Schrank. Da ist es...